Wir laden ab. Alles Mögliche, was wir so brauchen. Spannen an. Die Hunde waren schüchtern und anhänglich. Sie folgten Osha und kehrten glücklich zum Schlitten zurück. Nun konnte der Mann in die Siedlung gebracht werden. Jetzt ist er weg. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder auf die andere Seite. Gehe zum Naya-Gipfel. Okay, aber wir machen jetzt mal hier noch die Feuer an. So. Da oben. Hä? Wieso fehlt mir da jetzt was? Ach, vielleicht hatte ich zu Hause wieder nicht genug. Aber das wundert mich jetzt. Mathe 6 setzen wahrscheinlich. Irgend sowas. Müssen wir nochmal heimdüsen. Ah, ich glaube, ich habe... Ja, also die Seile, ja. Die habe ich nicht richtig... da fehlen jetzt genau die 10, die wir gebraucht haben für die Hunde. Aber hier zweimal Papier. Das kann nur sein, dass ich nichts mehr im Lager hatte und gedacht habe, oh, ich habe ja genug. Und dann nicht nochmal geguckt habe. Das kann sein. Okay, wir reisen zurück. Wie geht es dem neuen Gast? Och, der liegt ja immer noch da im Schnee, der arme Kerl. Sieht nicht gut aus, aber das wird schon. Erinnerst du dich an das Rezept für Ayuk-Tee? Natürlich, ich suche das Rezept gleich in meinen Notizen. Wird der Tee helfen? Ja, bitte koche ihn. Ich behalte in der Zeit den Zustand des Touristen im Auge. In Ordnung, zeig mir nur noch, wo die Büsche wachsen. Die sind jetzt hier, ne? Das können wir hier aufmachen. Ja. Dann wachsen die Büsche. Hier, da geht halt schon mal gar nichts auf, ne? Erstmal Geraffel hier außen wegmachen. Damit wir hier einen Blick hineinwerfen können. 55er wieder. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Auch hier werden wir uns tapfer hindurchkämpfen. Auf der Suche nach ein paar Büschen. Das ist halt das halbe Gebiet noch. Nein, nicht ganz ein Drittel. Aber ordentlich. Wir haben das Areal aufgedeckt und einen Tiger gefunden. Das ist unser viertes Tier. Ich habe ihn jetzt auch schon mal ein bisschen gefüttert. Wie ihr seht, ein Ausrufezeichen ziert ihn. Ich habe ihn sogar durchgefüttert. Wir haben jetzt 4 von 5. Ich gehe davon aus, dass das letzte Tierchen hier unten irgendwo zu finden ist. Ich habe hier auch schon mein Roulette gefunden, nicht das Roulette, mein Roulette. Ich habe hier random angeklickt, die Kisten und habe hier gefunden. Ich habe auch drüben inzwischen die Roulettes gefunden. Es bringt nur nicht viel, wenn ich es euch zeige, wo meine sind, weil, also ihr habt ja gesehen, wo ich Päckchen aufgedeckt habe. Mein Roulette ist einmal, Moment, das ist halt so eine doofe Sucherei. Man sieht es halt dann hier. Also das hier und hier drüben ist es hier, gleich am Eingang. Und dann das dritte ist natürlich da hinten, das haben wir ja recht bald gefunden. Ich habe auch jetzt alle Feuer angezündet, alle Aufgaben beendet und die Robben sind jetzt auch glücklich. Ich glaube, wir konnten sie so dreimal füttern, dann wollten sie nichts mehr haben. Den Altar habe ich auch schon leer gekauft. Ja, also hier bin ich komplett fertig. Da muss ich nichts mehr machen. Wir sind jetzt nur noch drüben zugange. Wo wir Tee sammeln sollen für den armen Kerl, der hier immer noch im Schnee liegt. Ich weiß nicht, warum sie ihn nicht wärmer bettet, aber vielleicht waren sie etwas unter Zeitdruck und wollten keine zweite Grafik einfügen. Oder generell ist es ihnen eigentlich Schnuppe. Wir haben hier wieder Geschenke. Wir haben hier wieder Werkzeug. Kommt noch mehr Werkzeuge. Ach, die werden uns schon unterkommen, wenn wir hier noch ein bisschen Sachen aufmachen. Ich werde sie jetzt nicht so akribisch suchen,
Weil ich sie auch nicht brauche. Weil ich sie auch nicht brauche. Und natürlich jede Menge Büsche. 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe es mir schon ausgerechnet. Dann passt es nämlich auch genau mit den Blättern, die wir brauchen. Und wir können dann einen heilenden Tee herstellen. Aber es ist schon furchtbar viel, ne? Ich glaube, für eine Portion Tee würde normalerweise ein Strauch reichen. Aber wir sollen ja was zu tun haben. Und soll es ja nicht langweilig werden. Sieht ein bisschen aus wie Räubusch-Tee, ne? Der ist auch so fieselig, so klein, mit so kleinen... Wobei, das sind Blättchen hier. Und Räubusch ist, es ist eigentlich Rinde. Ist hier noch? Nee, das ist der Zaun. Ich dachte gerade, da ist noch ein bisschen. So, wir haben alles gesammelt. Und jetzt müssen wir ihn natürlich noch ansetzen. Ein bisschen Power. Es geht da nichts. Wir stellen her. Schwupp. Ayuk. Tee. Und jetzt müssen wir es noch dem Kerl hier verabreichen. Sammle, koche und gib ihm. Auf dass er schnell genese. Der Tourist kam nach einem Ayuk-Tee wieder zu sich. Osha überredete ihn, bis zum Morgen zu bleiben. Diese Freundlichkeit hatte er nicht erwartet. Er weinte und stimmte zu. Danke, es geht ihm schon viel besser. Das bedeutet, dass wir mit dem letzten Ritual beginnen können. Ich kann es kaum erwarten. Was ist das? Wir werden einen Geist austreiben. Er heißt Kikatilik. Er kann viel Schaden anrichten und ist besonders für Schamanen gefährlich. Was werden wir tun? Ins Geisterreich gehen? Tanzen? Ihn verzaubern? Wir verleihen ihm eine physische Gestalt, nähen wir ein Kostüm und geben es einem Freiwilligen. Darf ich das tun? Ich tue das gern. Tut mir leid, aber das geht nicht. Ich brauche eine zuverlässige Person an meiner Seite. Und ich bin nicht zuverlässig? Aber zuerst müssen wir das Kostüm anfertigen. Ach so, nein, ich bin die zuverlässige Person an ihrer Seite, die das Ritual mit überwachen soll. So rum, oder? So meint sie's? Okay, ein Kostüm. Was brauchen wir dafür? Sammle auf dem Naya-Gipfel gegerbte Felle und Hirschgeweihe. Fertige das Kostüm an und gib dem Sohn des Häuptlings das Kostüm. Okay, das kriegen wir dann gar nicht von diesen Hirschen, die wir da schon mal belästigt haben. Aber ich denke, ich bin mir sicher, die werden mir ihre Felle und ihr Geweih genauso freiwillig geben wie die anderen auch. Oh, sie werden es einfach abwerfen. 50? Wir machen mal auf und gucken nach. Da müssen wir jetzt gar nicht mehr nach einem Roulette suchen, ne? Wir haben drei Roulettes auf diesem Gebiet und soweit ich weiß, sind das immer nur drei Roulettes. Aber ich kann noch mal nachschauen. Wobei die Roulettes mir jetzt nicht ganz so wichtig sind. Okay, wir werden uns hier aber erstmal wieder ein bisschen durchbeißen müssen. Und mal gucken, wo wir unsere bereitwillig freigebigen Hirsche finden werden. Wir müssen gar keine Hirsche jagen. Aber das wäre auch schwierig geworden. Die Felle sind schon aufgespannt und die Geweihe liegen auf dem Boden. Ich glaube aber, dass wir die Teile so in ganz unterschiedlichen Spots finden. Ne? Sammle, Felle und Hirschgeweihe. 16 Stück insgesamt müssen wir finden und es gibt gar nicht von jedem so viel. Wir gucken einfach mal. Also wir haben hier einmal Felle. Eins. Hier in der Mitte auch. Zwei. Ich nehme mal an, das ist der Sohn des Häuptlings. Ja. Drei. Hier ganz hinten in der Ecke. Vier. Das sind die aufgespannten
Lederstücke. Da hinten ist noch ein Skulpturenbearbeitungswerkzeug. Dann haben wir hier noch Päckchen. Nehmen wir die auch mal. Da ist auch noch mal Werkzeug. Ist das auch schon mal aufgelesen? Okay, und dann gibt es hier Geweihe, wie ihr seht. Da ist eins. Auch hier direkt bei denen. Wahrscheinlich, damit man sieht, wie es aussieht. Und dass es sowas gibt, das auf dem Boden liegt. Da oben ist auch noch eins an der Seite. Und hier am Rand. Gucke ich gerade mal, wie viel wir insgesamt haben. Wir haben schon genügend. Ach, in den Fellen war mehr drin. Aber hier gibt es noch was. Es gibt nämlich hier so Schneewehen. Da können wir mal gucken, was da drin ist. Da habe ich noch nicht die richtige Quest. Okay. Da gibt es nämlich hier 1, 2, 3, 4, 5 habe ich bis jetzt gefunden. 5 Schneewehen. Die kommen erst später dran. Und unseren Bären habe ich gefunden. Ich habe ihn auch schon gefüttert. Deswegen hat er gerade kein Ausrufezeichen oder Fragezeichen über dem Kopf. Beziehungsweise Fisch-Fragezeichen. Und jetzt gucken wir einfach mal, was die mit dem Zeug machen und wie das Ritual dann aussieht. Wo machen wir denn das Kostüm? Bei ihr? Hä? Ach ja, nein, im Dorf. War das hier? Ja, hier war es 12. Okay, auf jedem Lederständer war also ein bisschen mehr. Jetzt können wir es ihm geben. Jetzt ist es fertig. Bitteschön, gib ihm das Kostüm, um mit dem Ritual zu beginnen. Das Kostüm sah geheimnisvoll aus. Sobald der Freiwillige sich verkleidete, veränderte sich seine Silhouette und wurde unmenschlich. Wie wollte Osha den Geist wohl austreiben? Das sieht beeindruckend aus. Sieht halt überhaupt nicht mehr aus wie ein Mensch, ne? Vor allem... Ah doch, natürlich, hier hinten sind die Füße. Ich wollte gerade sagen, wie soll denn der da reinpassen? Aber der hat hier einfach vorne das Geweih... quasi mit dem Geweih nochmal Füße, sodass er vierfüßig aussieht. Wenn ich nicht wüsste, dass es ein Mensch ist, dann hätte ich Angst. Oh ja. Wie werden wir ihn verbannen? Mit Schneebällen. Was? Tut mir leid, wie bitte? Schneebälle. Du machst sie und gibst sie mir und ich werf damit nach dem Geist. Und das wird funktionieren? Natürlich wird es das. Oder willst du etwa das alte Wissen in Frage stellen? Wie sie lacht. Nein, nein, ich mache dir gerne Schneebälle, die einer Schamanin würdig sind. Achtung, Tigatilik, wir starten einen Angriff. Der Arme. Dann bin ich ja froh, dass ich nicht diejenige bin, die sich verkleiden musste. Okay, 25. Wenn in jedem Berg 5 Stück sind, dann passt's. Sieht noch 3 aus, oder? Na, sehen wir gleich. 1, 2. Sieht so schlecht, weil das lauter so Bobbel sind. Da und da. Da, unser Fisch, unser Bär hat nochmal Hunger. Aber ich brauche erst wieder Fisch. Schon gesehen, ich habe nicht mehr genug Fisch. Muss ich erstmal wieder einsammeln. Wobei, das könnten wir eigentlich jetzt gerade machen. Machen wir es doch gerade, ja? Der hat nichts mehr. Da oben gibt es noch Fisch. Dann können wir nämlich gerade, während wir questen, das noch abwarten. Und vielleicht ploppt dann hier auch schon das letzte Erledigungszeichen auf. So, haben wir noch irgendwo einen? Da? Ja. Ich brauche das sowieso, weil wir wollen von dem Fisch ja auch noch Sachen einkaufen. Habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Also hier bei ihm brauchen wir den Fisch, wenn wir hier noch ein paar Sachen rauskaufen wollen. Also können wir überhaupt nicht genug haben. So, mal schauen. Ob wir genug haben? Na, noch nicht. Noch nicht. Dann müssen wir doch noch warten, weil hier gibt es auch noch keinen Respawn.
Und da oben war jetzt auch keins mehr. Manchmal steht das so ein bisschen hinter was, dass man es nicht sieht, aber ich glaube... Nö, da müssen wir auch noch warten. Okay, dann machen wir doch erstmal hier beim Ritual weiter und gucken, ob wir überhaupt genügend Bälle gefunden haben. Wähle ein Ziel. Wählen. Hier, liebes Gespenst. Ah, der lässt sogar ein bisschen was fallen. Ich glaube, wir müssen nochmal. Kriegt nicht genug. Ich glaube, in einer Schneewehe waren mehr Bälle als... Okay, es steht keine. Ich wollte gerade gucken. Hilf Osha dabei, Kigatilik auf dem Naya-Gipfel zu verjagen. Ich dachte gerade, hier steht, wie oft wir treffen müssen, aber nee. Wahrscheinlich dann in dem Fall 5-mal. Ja. Das Ritual war sehr lustig. Ende des Kapitels. Und lebensbejahend. Und das Wichtigste, es war leicht verständlich. Jedes Kind würde sich freuen, an einer solchen Neujahrsfeier teilzunehmen. Und wir kriegen 5 Smaragde. Hurra! Kigadilik wurde besiegt. Oh Gott, er sieht aber sehr fertig aus. Hurra! Und er kommt nicht zurück, jedenfalls nicht in diesem Winter. Dann macht wahrscheinlich eine andere angehende Schamanin dieses Ritual, oder? Ich muss zugeben, euer Silvesterfest ist genauso gut wie unseres. Es ist wirklich unglaublich, wie wir das Gleiche auf so unterschiedliche Weise feiern. Hast du alles aufgeschrieben für das Festinstitut? Ach ja, stimmt, an dem hängt es ja total. Ja, wir machen daraus ein Buch, das für alle Altersgruppen geeignet ist. Dann kommst du uns dann mal besuchen? Wenn ich Zeit finde. Ich habe wirklich viel zu tun. Aber alle Aufgaben machen Spaß. Danke für deine Hilfe. Bis bald. Bis bald, Osha. Okay, damit sind sie... Osha hat keine Ziele mehr. Ja, danke. Geschichte ist auch weg, also die Quest ist weg. Jetzt müssen wir noch den Bären nochmal beglücken. Aber leider gibt es noch keine Fische. Keine Fische. Wir müssen auf die Fische warten. Ja gut, dann machen wir so lange was anderes. Und ja, okay, hier ist es tatsächlich auch noch eine Viertelstunde bis zum nächsten. Und hier auch. Also das gilt, glaube ich, immer sowieso für alle. Dann geht hier erstmal sowieso nichts, weil wir wollen natürlich auch noch gucken, was wir hier für eine Nachricht kriegen, wenn wir alle Tiere beglückt haben. Dann machen wir einfach mal ein kleines Päuschen und sammeln dann wieder Fische ein. In der Siedlung fanden wir die Tiere, die Osha und ich im Sommer vor Mortimers Wilderern gerettet hatten. Sie mochten die Leckereien und wir durften sie sogar streicheln. Kommt noch ein Spezialgeschenk. Sind hier komplett fertig und gucken jetzt noch zu Hause, was wir alles bekommen haben. Da steht ja schon einiges herum. Jetzt muss man mal gucken, dass wir es noch auf die Reihe kriegen. Also diese 2 Sachen hier unten. Das ist die Aufräumbelohnung vom Wanderweg. Die erste. Da gibt es viel Wind. Was? Ein Ton. Ja, schön. Gips. Sammelzeug. Gold. Schokolade. Kekse. Viele Kekse. Kaviar. Also viel Futter zur Stärkung. Und das müsste die Belohnung... Das müsste eigentlich auch vom Wanderweg sein. Wobei... Nein, ich glaube, das war sogar jetzt... Es ist das gleiche drin. Guckt mal. Bis jetzt. Wenn jetzt noch Gips kommt. Das ist das gleiche drin. Steine. Steine waren beim anderen nicht. Steine sind cool. Sammelzeugs. Dünger diesmal.
wieder Kekse, Kaviar und... Ah, ja, ja, nein, das ist die zweite Aufräumbelohnung von dem Gipfel, denn ich glaube, dieses Essen, das gibt's da unten auf dem Wanderweg nicht. Aber ist ja eigentlich egal, von wo es ist. Wer ganz genau wissen will, was in den einzelnen Päckchen nachher ist, der muss auf den einschlägigen Seiten gucken. Ich glaube sogar auf der französischen Seite, die unter dem Video verlinkt ist. Wird sogar immer aufgedröselt, was alles genau drin ist. Und auf der englischen glaube ich auch, also wie viel von allem. Dann haben wir noch zwei Spezialgeschenke. Das ist das Spezialgeschenk für das Füttern der Tiere. Erfahrungspunkte, Sammelzeugs, Ressourcen, eben so ein bisschen. Schokolade, Produktionsmaterialien, ein Smaragd. Okay, und das ist das Spezialgeschenk. Überhaupt eine Sonderaufgabe? Im Wanderweg? Wahrscheinlich schon. Ich glaube, das war das mit den... Oh Gott, da ist immer so viel. Was ist das mit den Seelöwen finden? Da kriegt man einen Smaragd dafür. Und sonst halt Geraffel. Ich vergesse es leider immer so schnell wieder. Dann haben wir natürlich hier noch diese schicke Eisjägerskulptur. Und ich meine, wir können sie nicht komplett... ausmeißeln, weil wir ich glaube, man kriegt sie nur zu 100% fertig, wenn man auch ein Gebiet, das erste Gebiet zu 100% fertig kriegt, und das haben wir ja nicht. Von dem her machen wir erstmal wie viele nehmen wir? Also insgesamt wir machen einfach mal, warte mal, wir machen mal 20. Okay, ihr seht, man braucht sehr viele. Wahrscheinlich bis hier, bis 100. Machen wir mal 80, dann sehen wir es. Genau. Die erste Stufe, wo dann das Oberteil herausgemeißelt ist, geht bis 100. Dann würde ich sagen, ist hier 200 und hier ist 300. So ganz haut das nicht hin. 400, 500, wenn man 600 hat, wir haben 400. 20 insgesamt gefunden. Vielleicht muss ich auch noch das... Aber bis hier schaffen wir es. Bis hier schaffen wir es nicht. Bis hier schafft man nur, wenn man... jetzt machen wir hier nochmal 100. Genau, dann sind wir in der Mitte. Nochmal 100. Dann hat er einen Speer in der Hand und einen Bart. Eine schöne Kapuze. Dann machen wir nochmal 100. Und die Füße kriegen wir halt tatsächlich nur, wenn wir das Gebiet komplett abräumen. Da hilft jetzt überhaupt nichts. Wir können nochmal hier 20 machen. Sieht man aber gar nicht. Also einsammeln hilft nicht, weil wenn wir jetzt nochmal... Also die letzten kriegt man tatsächlich nur für 100%. Dann hat man die Statue voll. Ist aber nicht schlimm. Wenn wir umwandeln, kriegen wir halt eine halbfertige Statue. Ist eigentlich... Ja, was hat er denn unten dran? Wir können daran nochmal gucken... Was da unten hat er der Tiere noch mit dabei? Ich glaube nicht. Sind einfach nur die Füße. Von dem her finde ich es gar nicht so schlimm. Ich würde aber mit euch gerne noch... Ich bin beim Baufond durch. Und jetzt wollte ich mal hier auch noch den Wunschbaum fertig machen. Schieben wir auch mal in die Ecke, dass wir sehen, wie er sich verändert. Wir bauen mal weiter. Wir haben ja noch 3 Stufen. Wir bauen. Okay. Wir bauen nochmal. Und nochmal. Und die letzten 10 haben wir auch noch. Und da macht's schwupp. Hoho, der ist schick. Verwandeln können wir erstmal noch nicht. Müssen wir noch ein bisschen warten. Der ist ja riesig. Ach du Schande, ist der riesig. 10 Tage müssen wir noch warten, ne? 10 Tage. Bis auch der Baufond zu Ende ist. Genau, erst wenn der Baufond zu Ende ist. Jetzt ist der aber so riesig, dass ich vom nächsten Gebiet hier ja gar nichts hinstellen kann. Deswegen stelle ich den jetzt einfach mal hier hin.
passt da auch eigentlich schön zum Jäger. Und warten, bis wir auch ihn... Ah, der sieht da schick aus. Also den als Deko, sehr nice. Und jetzt gucken wir nochmal schnell, was wir verpassen, wenn wir unseren Jäger eben nicht ganz ausbauen. Aber ich glaube, allzu schlimm wird es nicht sein. Also wenn man hier jetzt auf die Prozente schaut... Ach, muss erst fertig hier reinfahren. Ach. Also. Dann waren die Prozente tatsächlich vom Wanderweg. Wir sehen, hier habe ich es noch nicht ganz erreicht. Und vielleicht hole ich mir das ja sogar noch. Weiß ich noch nicht. Aber ob ich... Also das brauche ich eigentlich nicht. Dann waren die doch von drüben. Und hier... kriegt man nämlich die letzten, um den Jäger auf 100% zu kriegen. Und hier so ein... Ach, ich wollte euch vielleicht noch sagen, was man als Belohnungen alles kriegt. Ich schau mal gerade. Also, hier bekommt man... Warte mal, das ist nämlich die Abräumbelohnungen. Doch, wir haben eine Geschenkbox bekommen. Hab ich gar nicht gesehen, Geschenkboxen. Ne, das sind nur die normalen Geschenkboxen, ne? Ohne dass da was Besonderes drin wäre. Bei 50% bekommt man... Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Hier steht bei mir nämlich... Doch, wir sind schon hier richtig. Also... Eine Roulette-Kurbel. Ich war gerade ja schon auf dem falschen Reiter. Wir bekommen... Also das hier ist eine Multibox. Mir gefällt das wieder als Deko. Ja, Multibox ist immer nett, aber muss ich mir noch überlegen, ob ich mir die 3% noch hole. 3% heißt hier im Gebiet mindestens maximal 30 Sachen noch wegmachen. Denn 1% kriegt man... Also man könnte die so Kleinzeug hier könnte man noch wegmachen. Aber ich finde, es ist sowieso sehr happig hier, ne? Wir müssen, es sind halt hier, oh komm, ein paar 35er vielleicht. Oh, mal schauen. Vielleicht mache ich die 3% noch weg. Den mache ich nicht mehr weg. Und das hier wäre dann, das ist ein Roulette übrigens. Und 60 gibt es hierfür noch. 60. Das heißt, wir haben aber hier auch noch nicht alle eingesammelt, ne? Weil uns haben mehr als 60 gefehlt. Also wir hatten jetzt 20 drüber. Das heißt, wir haben 80. Und ich glaube, uns fehlten dann aber nochmal für 100 nochmal welche. Dynamit, Buffgut und Münzen. Also ich glaube, wir haben da noch lange nicht alle eingesammelt. Die sind aber bestimmt irgendwo noch am Rand in den Wöldchen versteckt. Und wie gesagt, es lohnt sich ja nicht, weil wir eh nicht 100% kriegen. Und wenn ihr mal guckt, wie der fertig aussieht, die Beine sind dann halt, man sieht dann halt noch die Stiefel, aber er steht sogar selber auch auf so einem Eisblock. Also da unten ist nichts wirklich Besonderes. Der sieht also auch schon schick aus, wenn wir den einfach nur so aufstellen. Und hier drüben, gerade auch mal gucken, ja, da habe ich die 50% gerade so geschafft, genau. Da wäre hier jetzt noch eine Multibox, ist das auch. Auch hier, ah, hier kriegen wir auch nochmal 30 Bildhauersätze. Bei 70% und hier drüben auch nochmal 30, also 60. Müssten aber wahrscheinlich hier auch noch an der einen oder anderen Stelle welche einsammeln. Und der Lux ist... Den kann man füttern fünfmal, bekommt also für 20 Fische, bekommt dann Belohnungen und am Schluss ist es eine animierte Deko. Also einfach ein weiteres Tierchen auf der Heimatstation. Das brauche ich auch nicht unbedingt. Das passt schon so, wie wir das geschafft haben. Okidoki, haben wir es doch ganz gut geschafft. Wir haben jetzt noch 4 Tage, um das letzte Event noch zu schaffen. Das werden wir, glaube ich, hinkriegen. Von dem her... Freue ich mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, wenn wir nach Neestadt reisen.